Also kein Regenschirm, sondern ein Schirm. Der Offensive Lineman verschwindet. Jetzt verschwinde ich auch. Boom! Der den Screen gerochen hat und sagt, ah, ich weiß, es ist ein Screen, ich renne zum Running Back. Bam! Kasper-Klatsche. Achtung, Achtung. Dies ist kredibiler Football-Content. Okay, Scherz beiseite, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Taktikschule von Football Bromance. Heute auf dem Plan Screen Passing Game. Wie funktioniert und welche Arten gibt es davon? Aber bevor wir loslegen, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat am Ende, gerne ein Like da lassen, natürlich abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Ich stelle das Ding mal hin. Das heutige Thema Screen Game. Es gibt mehrere Arten von Screens. Es gibt Screens außen, innen, schnell, langsam, also outside, inside, slow, quick screen. Wir sprechen heute mal über alle quick und slow. Und natürlich über eine Kombination. Und die große Frage ist immer, die ihr stellt, ja, wofür ist denn das gut? Wogegen benutzt man das? Screen Passing Game funktioniert eigentlich so, besonders gegen Teams, die einen starken Pass Rush haben. Also wenn die Jungs hier verdammt schnell immer durchkommen und du als Quarterback beim Passing Game gar keine Zeit hast, musst du diese Penetration der Defensive Line dir zunutze machen. So, und beim Screen Pass blockst du eigentlich deine Gegner nur kurz an, lässt sie denken, sie sind durchgekommen, täusch dann, du wirfst einen tiefen Ball und boom, haust sie dann kurz zum Running Back oder kurz zum Receiver. Damit verlangsamst du den Pass Rush, weil die dann irgendwann nicht mehr wissen, oh, ist es ein Screen oder wirft er jetzt wirklich den Ball? Dafür ist das Screen Passing Game da. So, wie gesagt, wir fangen heute mal an mit dem, oder jetzt mal an mit dem Halfback Slow Screen. Das ist ja der Halfback oder der Tailback. Und was ich hier mitgebracht habe, ist der Halfback Slow Screen Left. So. Screen bedeutet ja ein Screen, ein Schirm sozusagen, also kein Regenschirm, sondern ein Schirm. Den bilden nämlich Vorblocker vor dem, der den Ball hat. So, da ist ganz klar definiert, wer welche Aufgabe in diesem Screen hat. So, das ist nicht, wir laufen irgendwo mal raus und gucken mal, ob keiner guckt, sondern das hat ganz besondere Regeln und über die wollen wir heute mal sprechen. Also, das Erste, was wir hier haben oder erklären werden, ist der Slow Screen. Warum Slow Screen? Da geht es um Timing. Die Offensive Line und alle, die in diesem Screen involviert sind, zählen drei Counts. Also 21, 22, 23, pst, und dann geht die Reise ab. So lange blocken sie ihre Gegner an und verkaufen, es wird ein tiefer Pass. So, wir fangen mal außen an, gerade so mit den Receivern. So, ein Screen Pass, da weiß ich als Receiver, ich täusche einen tiefen Pass an, als innerer Receiver hier und dann blocke ich den Safety. So, ich laufe eine tiefe Passroute, vielleicht ein Out, gerade wenn der Man spielt, nimm den mit und block den raus. Jetzt sagt der eine oder andere, hier steht immer noch einer, kommen wir gleich zu. Genau dieser Tight End, der Receiver, die laufen gerade im Man Coverage ihre Jungs mit tief und blocken sie da. Ach, wenn der mich Man covert, nehme ich ihn mit zur Seitenlinie und block ihn da. Ja, was passiert aber mit dem Rest der Gang? Ich habe ja schon gesagt, das, was wir hier zuerst sehen werden, ist ein Slow Screen. Sprechen wir erstmal über die Offensive Line. Drei Counts, 21, 22, 23, das muss man im Training wirklich üben, damit das Timing von allen gleich ist. So, fangen wir an mit dem Tackle hier auf der Playside. Passet, der lädt den Mann an, ein weit up field zu laufen. Der kann ruhig hier tief rumlaufen. Und dann macht er was, das bedeutet reverse the line of scrimmage. Das ist ja die line of scrimmage hier. Und eigentlich stehen die Verteidiger auf der Seite und Angreifer auf dieser. Und irgendwann willst du als Tackle, dass eigentlich dein Verteidiger hier steht und du auf der anderen Seite. Das Ganze ist einmal umgedreht. Reverse the line of scrimmage. Warum? Wenn die line of scrimmage umgedreht ist, und der O-Lineman steht hier und der Verteidiger hier, hat der keinen Weg mehr, zurück zum Screen, zum Ballträger zu kommen, weil der steht im Weg. Der Playside-Tackle beim Slow-Screen-Left, Pass-Set, reverse the line of scrimmage. So, der zweite Offensive-Lineman auf der Seite, auch, der hat einen ganz, ganz, ganz vordefinierten Job. Der Mann hier, der Erste, der beim Screen-Pass raus ist, kommt ja auch immer darauf an, wer kommt zuerst raus. Der Erste, der rauskommt, blockt die Outside Alley. Ich mach das mal wieder weg, damit ihr das besser erkennen könnt. Was ist die Outside Alley? Ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt. Das ist der Bereich hier zwischen Nummern und Hashmark.
Das erste, was da draußen in der Alley ist, das blockt er nach außen. Outside Alley. Der zweite, der rauskommt, ich block den an, oder die beiden blocken den, 21, 22, 23. Ich block jetzt die Inside Alley. Ich renn in die Alley und block das, was ich sehe, das erste, was ich sehe, nach innen. So, der erste Outside Alley, der zweite Inside Alley. Und ich kann euch sagen, das wird meistens, und ich mache mal die Alley wieder weg, weil ihr wisst ja, wo sie ist. Der kommt hier raus und blockt das Ganze nach außen. Wahrscheinlich den Mann hier, der will die Inside Alley blocken. Der dritte, der hat auch einen ganz, ganz wichtigen Job. So, Captain Jupti war ja die ganzen Jahre mein Offensive Coordinator oder Offensive Line Coach. Der nennt das immer, auf Englisch heißt das der Ambush Block. Er hat es immer die Kasper-Klatsche genannt. Der ist dafür zuständig. Ich block 21, 22, 23 und dann renne ich auf der Line of Scrimmage und gucke nach den ersten D-Linemen hier drin. Einer von den beiden, der den Screen gerochen hat und sagt, ah, ich weiß, das ist ein Screen, ich renne zum Running Back. Wir haben einen sozusagen abgestellt, der nur für den zuständig ist, der den Screen gesnifft hat. Coach Nomi nennt das Ding die Kasper-Klatsche, weil meistens blockt er einen an, Defensive Lineman läuft, oh, ich bin frei, nee, bin ich doch nicht. Bam! Kasper-Klatsche. So, wenn keiner da ist zum Kasper-Klatschen, kann der auch in die Alley reinlaufen und ein Vorblocker werden. Und dann haben wir hier den rechten Tackle, Pass-Set, das gleiche wie der linke Tackle, Reverse the Line of Scrimmage. Und was macht der Running Back? Der Running Back, bei ihm soll es aussehen, als hätte er Protection. Step up nach vorne, ein Yard hinter die Offensive Line oder zwei Yards hinter die Offensive Line, weil die kicken ja auch zurück bei Pass Protection, guckt sein Assignment an, 21, 22, 23 und dann muss zwischen ihm, dem Running Back und dem linken Guard, der erste, der rausgeht, sozusagen ein unsichtbares Band sein. Wenn der rauskommt zum Outside Alley blocken, dann bewegt er sich auch nach außen. Aber erst, wenn sich der Lineman bewegt und sein Setup Point ist 2 Yards outside vom Tackle, 2 Yards tief im Backfield. Da muss er hin. Das heißt, jeder hat ganz konkrete Landmarks, wo will ich hin. Als Running Back, komm Schritt nach vorne, wenn ihr die Verteidiger seid. Der Offensive Lineman verschwindet, jetzt verschwinde ich auch. Boom, fang den Screen. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Und dann laufe ich als Ballträger in die Alley. Faszinierend, oder? Das ist der Slow Screen. Kommen wir zum Quick Screen. Der Quick Screen, wie der Name schon sagt, geht schneller, ist meistens ein Receiver Screen. Wir haben eben einen Running Back Screen gesehen. Ich male euch mal schnell einen Quick Screen auf zu den Receivern. Quick Screen ist wirklich tatsächlich, Quarterback fängt den Ball, wirft sofort. Offensive Line blockt nur kurz an und rennt sofort irgendwo hin. Ich zeichne euch mal einen Outside Receiver oder auch Tunnel Screen auf. So, was passiert hier? Und ich fange mal bei dem zweiten Receiver an, den Trips. Der läuft raus und wir nummerieren die mal durch, die Verteidiger. 1, 2, 3 und ich nehme nur die auf dem zweiten Level. 4, 5, 6. So, der ist hier schon auf der Backside. Wir haben ja hier Trips auf der Seite, hier keinen. Und es ist ganz simpel. Der innere Receiver blockt die 1 raus. Der zweite Receiver oder der dritte blockt die 2 raus. Offensive Line. Alle machen einen Schritt zur Screenseite und ich treffe das einen Schritt. Boom! Ganz kurz und aggressiv, was auf meiner Playside ist. Und dann renne ich raus in die Alley. 3. Ich renne raus in die Alley, guck nach innen, nimm 4, Hitte. Ich gucke auch, dass ich 4 bekomme. Mach einen Schritt. Ah, ich hole mir 5 oder 6. Boom, ich hitte das und hole mir auch 5 oder 6. So, was macht denn der Receiver? Die auf der Backside. Ich hole mir die 6. Ich nehme Outside Release und block den Knaben. Was macht der Receiver? 1, 2, 3 kurze Schritte, dann kommt er zurück ins Backfield und läuft auf den Quarterback zu. Nicht stehen bleiben. Bei Madden ist es so, die bleiben stehen. Bleibt keiner stehen. Die laufen bei dem Tunnel Screen rein in den Ball und laufen jetzt hier. Das sind alles so wie Kickout-Blocks. Und hier irgendwo in der Alley auf der Hashmark muss er seine Lücke finden. Aber diese Tunnel Screen, sie heißen Tunnel, weil das ein ganz, ganz enger Tunnel ist. Und du brauchst einen Receiver, der wirklich den Ball entgegenlaufen kann, fangen und dann wie ein Punt-Returner zwischen diesen Kickout-Blocks den Weg findet im Tunnel-Screen. Das ist der Quick-Screen. So, und jetzt zeige ich euch nochmal eine Mischung aus einem Quick-Screen und einem Slow-Screen.
gibt es auch in einem Spielzug. Zum Beispiel hier, der Call wäre Quick 8 Auto. Ich glaube, so haben wir den Quick 8 Automatic, so haben wir den, glaube ich, in Cleveland Bright and Browns genannt. Quick 8, 8 ist eine gerade Nummer, geht nach rechts. Also, rechts 8 außen Quick Screen. Das ist ein automatischer Slow Screen zur Backside. Wie funktioniert der? Folgendermaßen. Ich block den. Ich block diesen hier. Den Mann lassen wir ungeblockt. Ich renne dahin. Die hitten den kurz. Ich renne zu dem hier, Inside Alley. Running Back läuft sofort los, läuft ein Swing. Der Quarterback fängt den Ball und guckt und liest den Defensive End. Kommt er auf ihn zu, wirft er diesen Swing Screen, der läuft in die Alley und hat hier 3-4 Blocker, die ihm den Weg frei machen. Was machen sie aber, wenn der End peelt, wenn er sagt, ah, ich hab's gerochen, ich renne dem Running Back hinterher. Oh shit, dann wäre das Spiel so schlecht. Ja? In diesem Fall hat der Quarterback auf der anderen Seite noch einen Slow Screen. Und da sind dieselben Regeln. Reverse the line of scrimmage. Hit outside alley. Hit inside alley. Kasper-Klatsche gibt's nicht. Brauchst du aber auch nicht mehr, weil die Action vom Quarterback, der fängt den Ball, liest den End und wirft entweder den Swing Screen oder der peelt. Okay, Pump, dreh mich um und wirft dann den Slow Screen. Die hier zählen gar nicht. Die laufen sofort los. Die Backside zählt 21, 22, 23, rennen dann los. Quick 8 Automatic, automatisch Slow auf der linken Seite und auf Reverse wäre es Quick 9 Automatic. Da wäre der Quick Screen hier und Slow auf der anderen Seite. Und so kannst du sogar zwei Konzepte kombinieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, lasst einen Kommentar da. Vielleicht können wir darauf kommentieren, auf eure Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten vielleicht zwei oder dreimal gucken. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like da, ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich muss erstmal was trinken. Tschüss.